Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Elex. Inzwischen der 19. Part. Ich muss mich leider entschuldigen, dass für die letzten 2 oder 3 Tage kein Video rauskam. Ich war übers Wochenende nicht da gewesen und hatte leider auch, also ich war relativ kurzfristig nicht da gewesen und konnte auch nicht schnell genug Videos vorbereiten. Das tut mir natürlich leid, aber jetzt wird wieder in gewohnten Abständen täglich mindestens ein Video rauskommen. Sehr schön, okay. Wir waren stehen geblieben, dass wir herausgefunden haben, dass die Separatisten von unseren Berserker-Kollegen umgelegt worden sind. Und ja, jetzt müssen wir natürlich weiterhin probieren, uns bei Duras einzuschleimen. Nein, nicht bei Duras, Entschuldigung, bei Ragnar einzuschleimen. Beziehungsweise in Goliath immer noch einen guten Ruf zu bekommen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich wieder Arbeit brauchen. Ich bin natürlich jetzt am Überlegen, wen wir denn jetzt noch alles fragen können. Was können wir denn da machen? Also am besten immer noch mit den Clan-Oberhäuptern wahrscheinlich reden. Mit dem haben wir schon geredet. Und ja, wie gesagt, am besten mit den Clan-Oberhäuptern reden, um zu sehen, ob wir von denen Arbeit bekommen. Okay, ich glaube, mit dem haben wir auch nichts mehr groß am Hut, gell? Wollen wir mal kurz schauen. Das war, glaube ich, der Algrim, gell? Der Angrim, nicht der Algrim. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Genau, ah nee, also mit dem können wir echt gar nichts mehr machen. Dann würde ich jetzt... mit wem können wir denn noch reden? Bin natürlich echt am Überlegen. Haben wir überhaupt noch Pfeile? Ja, ja, haben wir noch. Gut. Mit wem können wir noch reden? Hier ist doch auch meistens irgend so ein Typ immer gewesen. Ist der hier drin? Ja. Guck mal, vielleicht können wir dem irgendwie helfen. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Der weiß ja, dass ich ein Alp bin. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Du scheinst kein vollkommener Alp mehr zu sein. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug Menschliches und Emotionen in dir gibt, werde ich hier keinen verrückt machen. Also wirst du mir wohl einfach glauben müssen, dass ich dich an niemanden verraten werde. Wenn Angrim das wüsste, was ich jetzt weiß, naja, sagen wir es mal so. Die Verbannung in den verbotenen Wald ist noch die harmloseste Strafe, mit der du rechnen könntest. Ich muss dir wohl kaum erklären, was unsere Gesetze dazu sagen, oder? Nein. Nein. Ah, die kenne ich ja. Dann ist ja gut. Ich bin selber kein großer Anhänger der Gesetze. Aber einige der Warlords stehen mit voller Härte dahinter. Wenn du also keinen Ärger willst, solltest du dich daran halten. Vielleicht können wir denen irgendwie helfen. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandelten Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von dem Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Ich habe genug gehört. Okay. Ich habe genug gehört. Auch gut.
Ich glaube nicht, dass wir dem noch irgendwie groß helfen können. Mann. Mit wem können wir dann noch reden? Es muss ja nicht mal wirklich ein Clan-Mitarbeiter Oberhaupt sein. Er treibt sich hier herum. Das sind nur Sätze. Es ist natürlich Nacht. Was war das? Komm, wir reden mal mit der hier. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Ah, das ist die. Ja. Was war das? Ja, ist okay. Ach, Leute, mit wem können wir doch noch reden? Nachtwache. Tja. Scheiße, würde ich mal fast sagen, ne? Das ist auch nur eine Nachtwache. Ich habe gerade keine Zeit. Mit denen können wir sowieso nicht reden. Gehen wir nochmal dahinter. Da haben wir zwei Werker. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Ebenso wie die Alps. Sie extrahieren es auch. Willst du uns mit diesen menschenverachtenden Bestien vergleichen? Sie werfen Menschen und Material in ihre Konverter, um an das Elex zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Toll. Bringt auch nichts, wenn ich hier 10.000 Jahre lang mit den Leuten rumrede. Also klar, irgendwie muss ich ja Arbeit finden, aber die machen es einfach auch nicht einfach. Gut, ich habe natürlich jetzt auch ein paar Mal selber mir die Sachen versaut. Oh, guck mal hier. Ich habe zu tun. Oh Mann! Das bringt mir nichts. Ich will den Pfeil wieder ab. Na ja, toll. Mit wem können wir denn noch quatschen? Ich gehe jetzt nochmal runter. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Früher war alles besser. Mal, sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Erstmal Pause machen. Setzer, Werker, Heiler. Werker. Ist das so? Mit denen können wir eh nicht reden. Setzer. So kann das wirklich nicht enden. Setzer. Heute ist mein Tag. Hm? Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Der Bescheiße wird zum Beschissenen. Echt jetzt? Was kann ich noch machen mit dem reden? Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. Was hat denn der gemacht jetzt? Oh Mann. Mit wem können wir denn noch reden hier? Wer treibt sich hier herum? Kriegerin, Setzerin, Setzer, Setzerin. Ah, wenn wir schon hier sind, hole ich jetzt ein paar Pfeile. Nachtwache. Wo sind die? Da hinten. Warum weckst du mich? Ich will handeln. Gut, Sieh dich nur um. Also ein paar Pfeile brauchen wir noch. Tipptopp. Vielleicht kann ich auch was beigebracht bekommen von der.
kann ich alles nicht lernen. Ja, ich brauche natürlich noch mehr Level sozusagen, um die Punkte zu verteilen. Was kann ich denn noch machen? Mit wem kann ich noch reden? Was war denn da hinten? Nicht viel. Ach, Mann. Ey, muss ich jetzt ernsthaft dann mal im Internet schauen, wie ich hier weiterkomme? Dass ich da so eine Komplettlösung oder so brauche? Hier gab es doch auch noch welche. Also arbeiten tut es sowieso sicher mal keiner hier. Hallo? Ist da wer? Ist nur einer. Dir nicht einfallen, hier was zu klauen? Ja, ist gut, ich klau ja nichts. Ganz ruhig bleiben, Bruder. Hier sind auch keine mehr. Was sind das überhaupt für Dinger? Oha, wo kommt der denn jetzt? Ich dachte schon, der schießt auf uns. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Mutanten fressen doch Elex. Mutanten fressen doch Elex. Unser Mana ist nichts anderes als umgewandeltes Elex. Also versuchen die Mutanten, unsere Setzlinge zu fressen. Immerhin sind diese voll von Mana. Ich bin übrigens Oryk vom Hammerclan. Oh, den kennen wir jetzt noch nicht. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Moment mal. Du bist doch der Ex-Alp, oder? Woher willst du das wissen? Du solltest es vielleicht nicht so herumplärren. Jeder andere würde dir sofort den Kopf abschlagen. Hast Glück, dass nur ich es bin, der es mitbekommen hat. Immerhin hast du mir geholfen, die Mutanten zu töten. So schlimm kannst du also nicht sein. In Zukunft pass aber lieber auf, wem du was erzählst. Vielleicht können wir noch... Verdammte Mutanten. Ah. Das war jetzt alles, oder was? Aber oben links stand irgendwas mit 4 von 5 oder so. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Ich konnte nicht richtig lesen, was da stand. Ist hier jemand drin? Ich höre Sätze, doch etwas. Sätze. Ah, hier haben wir einen. Oran wird euch wieder bewirten. Ah, mit dem haben wir gar nicht mehr geredet. Wird euch wieder bewirten. Wirklich? Ah. Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Genervt? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Aha, um die Wühler brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Um die Wühler brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie sind tot. Und? Wer sagt mir, dass das die Letzten waren? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Also damit auch wieder ein Auftrag. Wer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken? Das machen wir. Ich werde Alva suchen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Ich habe Alva gefunden. Oh, das ist... Hä? Echt jetzt? Ich habe Alva gefunden. Hä? Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Ist das nicht der Tote? Nicht direkt. Er ist tot. Oh, den hatten wir zufällig gefunden gehabt mal. Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Der Outlaw, der damit gehandelt hatte, ist tot. Der Outlaw, der damit gehandelt hatte, ist tot. Na, das ist doch immerhin etwas. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Nicht schlecht. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Okay, jetzt könnten wir eigentlich nochmal... Oh, also erstmal sind wir noch Level up. Ich höre doch Schritte. Gerissen gibt eine sozialen Kompetenzen wieder. Sie ermöglicht dir, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen und sofern die du Outlaw bist, erhöht es die Dauer deiner... Hast du etwas verloren? Ich lasse das noch. Ich lasse das noch, weil ich will erstmal schauen. Was ist hier los? Ah, ja, mehr Fähigkeiten. Genau, das wollte ich ja gucken. Überleben, Handwerk, Kampf, Fernkampf. Intelligenz brauche ich dafür. Kleriker, Outlaw, Berserker, Persönlichkeit. Was führst du im Schilde? Okay, das verteile ich mal ein bisschen auf Fernkampf, genau. Und dann brauche ich noch mehr Intelligenz. Also. So. Übernehmen. Fernkampf. Kann ich... Ah, ich muss mir, glaube ich, einen Lehrer dafür suchen, gell? Ich kann das nicht selber machen. Was ist hier los? Ah, die mit dem Ausrufezeichen kann ich skillen. Hast du etwas verloren? Nee, ich kann es selber nicht machen. Das heißt, ich muss wirklich... bei einem Lehrer das machen, genau. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell mit einem Ragnar reden. Mal gucken, ob der... Ob das uns jetzt was gebracht hat, dass wir jetzt mit dem quatschen konnten. Aber war ja gut, dass wir den einen durch Zufall gefunden hatten. So haben wir den Auftrag jetzt einfach mal erledigen können. So. Okay, den frage ich das gleich dann nochmal auch. Aber erstmal, was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Boah, das haben wir auch gemacht. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Born hier sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Leute! Streng dich an. Ist das dem sein Ernst? Guck doch mal, wie viel ich hier gemacht habe. Oh, Mann! Neuigkeiten. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe hier das Sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten.
Okay, Leute. Ich glaube, ich muss an der Stelle leider den Part jetzt beenden, weil wir sind jetzt schon bei 20 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben zwar wieder zwei Aufträge erledigen können, aber sind halt leider immer noch nicht groß weitergekommen. Ich denke, im nächsten Part wird das dann wieder ein bisschen anders sein. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Würde mich über ein positives Feedback freuen. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Abend und haltet die Ohren steif. Ciao.